Kochakasana, auch genannt Kochikasana oder auch Kochachikasana, ist wörtlich die eingeschrumpfte Stellung. Kocha heißt einschrumpfen. Es gibt verschiedene Stellungen, die so heißen. Kochakasana 1. Lege dich auf den Rücken und strecke die Arme zur Seite aus, Handflächen nach oben. Beuge die Knie und gib die Knie Richtung Brustkorb. Die Oberschenkel berühren den Körper. Und lass die Unterschenkel nach oben zeigen. Schaue zum Punkt zwischen Augenbrauen. Das ist Kochakasana 1. Kochakasana 2. Lege dich auf den Bauch und beuge die Knie und fasse mit den Händen an die Füße und drücke die Füße nach unten. Das ist Kochakasana Nummer 2. Kinn dabei auf dem Boden. Letztlich ist das wie eine Vorübung für Dhanurasana. Kochakasana 3 wird nur beschrieben. Ich halte die Stellung für nahezu unmöglich. Du legst dich auf den Bauch und dann drehst du die Knie nach außen und gibst dann die gedrehten Knie von hinten auf deinen Hinterkopf. Die Schienbeine sind dabei nach vorne und die Fußsohlen zum Boden hin. Wenn du das kannst, dann schreib mir einen Kommentar. Und wenn du die Stellung irgendwo findest, dann bin ich auch interessiert, das zu sehen. Also von der Bauchlage aus, Kinn am Boden, Oberschenkel so drehen, dass die Oberschenkel, also Quadrizeps, die Lenden berühren und die Knie, den Hinterkopf und die Fußsohlen nach oben zur Decke. Du findest ein Bild von dieser Stellung, allerdings nur eine Zeichnung in der Encyclopedia of Traditional Asanas von Garrote.